Einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Kuchen, Mangel, Schnitzel. Die eine oder andere Kamera, das stört sie hoffentlich nicht. Ja, dann darf ich Sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich riesig. Ich bin zum ersten Mal in Altenburg und seit Stunden, anderthalb Tagen fällt meine Überraschung an. Wir sind da mit Ihrem Herrn Oberbürgermeister gemeinsam von Berlin, sind hier auf dem Marktplatz vor dem Rathaus von einer großen Menge von Menschen begrüßt worden. Bei freundlichem Wetter und freundlicher Stimmung. Und bin wirklich sehr, sehr angetan. Und habe schon ein paar Mal gesagt, aus Berlin kommend liegt Altenburg so hinter Leipzig. Und das ist vielleicht der Nachteil. Insofern jede Beschleunigung der Bahnstrecke von Leipzig nach Altenburg hilft wahrscheinlich, um auch eine andere Perspektive auf Ihre wirklich sehr, sehr schöne Stadt zu gewinnen. Ich darf mich bedanken für die Einladung. Zunächst beim Herrn Oberbürgermeister, aber dann natürlich auch bei Ihnen. Ich bin hier zur sogenannten Ortszeit Deutschland. Da fragen sich viele, was ist das eigentlich? Ich gebe zu, ein Bundespräsident reist nicht zum ersten Mal, sondern das erwartet man von ihm, dass er im Inland und im Ausland unterwegs ist. Leider jetzt auch noch mitten in einem Krieg in Europa. Und das ist so eine Situation, bei der ich mir gedacht habe, da muss die Politik mal ein bisschen genauer hinhören, hinsehen. Das Zweite ist, dass ich natürlich weiß, und das hat sich eigentlich in jeder Gesprächssituation so ergeben, ob wir heute Morgen Leute beim Rundgang durch die Stadt gesehen haben oder aber in Runden wie diesen hier, die Sorge, dass sich der Ukraine-Krieg weiterentwickeln könnte, nicht nur zu mehr Opfern in der Ukraine führen könnte, sondern uns auch immer mehr und mehr berührt, mindestens was die wirtschaftlichen Folgen angeht. Diese Ängste, diese Befürchtungen sind groß. Deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass wir zu diesem Gespräch zusammenkommen. Und ich sage immer, es ist gut, wenn sich Demokraten in einer Gesellschaft einig sind, aber es ist auch ein frommer Wunsch. Natürlich sind wir in verschiedenen Dingen auch unterschiedlicher Auffassung. Und weil ich das weiß, setzen wir solche Runden auch immer so zusammen, dass ich ahne, dass man nicht in allen Fragen einer Meinung ist. Aber wir wollen auch ein bisschen vormachen, vorleben, dass man auch bei unterschiedlichen Meinungen in ein zivilisiertes Gespräch, auch in einen zivilisierten Streit eintreten kann. Wir gehen jetzt einmal kurz auf die Bühne, dass Sie mal... Ich weiß, ich bleibe nicht stehen.